Herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Diesmal um einen Rundballentransportanhänger. Was eigentlich recht schönes Handling, finde ich. Ist erhältlich für Plattformen PC und Mac, nicht für die PlayZ. Stammt von Austro Modding Gemeinschaft. Ist heute veröffentlicht worden. Schauen wir uns das Ganze im Shop an, unser Werkzeug Ballentechnik. Ganz da hinten, da haben wir zwei Stück. Einmal für vier Ballen. Wir haben nur zwei Farbblöcke, die wir ändern können. Aber keine weitere Konfiguration. Hauptfarbe, das rote, also das alte Rot, Blau und Blau Alt. Designfarbe, also schlicht gehalten. Aber trotz alledem, sehr schön gemacht. Gucken wir uns gleich an. Da erhältlich für 4000. Und in der Miete kostet er 204 Euro. Das ist der kleine für 4 Ballen. Nicht schlecht. Das ist der RBTW 4 Ballen. Dann haben wir den Trumac RTBW 5 Ballen, auch zwei Config-Blöcke, auch dasselbe, was wir ändern können. Kostet 6000 und in der Miete kostet er 306 Euro. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe den schon gemietet. Ich habe auch schon was vorbereitet. Wir können einmal gleich Ballen laden, gucken, wie es sich verhält. Die Warnschilder schön zu erkennen. Quetschgefahr. Trumac an der Seite erkenntlich. Allein die Hydraulikanschlüsse schön zu sehen, die dann hier rüber gehen, nach hier vorne, was dann an dem Trecker angeschlossen ist. Alles angeschlossen, Kabel, also Lichtkabel, alles dabei. Maximal 10 km/h. Wir haben eine Blinkereinrichtung. Ja, ansonsten ein sehr schönes Gestell. Katzenaugen. Die Textur ist echt gut gemacht. Hat was. Aber nicht lange gequatscht. Wir gucken nach den Funktionen. Blinker links geht. Blinker rechts geht auch. Bremslicht geht auch. Wie gesagt, ich habe jetzt schon Ballen gepresst. Gucken wir uns das Ganze mal in der Arbeitsversion an. Man kann Ballen transportieren, also wenn ihr auch das Strohbergungs-Addon habt. Toll, die sind alle runtergerollt. Könnt ihr die auch laden. Ihr könnt Ballen laden, Durchmesser von 1,30 Meter bis 1,80 Meter. Das heißt, ihr könnt aus dem DLC, die auch die großen Ballen damit fahren. Das geht. So, dann fahrt ihr rückwärts ran. Man sieht nichts. So, dann drückt die Taste. Okay, die rechte Maustaste könnt ihr den Winkel verstellen. Also gedrückt halten. Und wie kann der Kollege abgesenkt werden? Ausklappen. Ah, okay. Auf Taste X könnt ihr den dann runterfahren. Fahrt rückwärts an den Ballen ran. Möglichst gerade. machen wir das nochmal. Wollen wir uns ja vernünftig testen, ne? Sowas wäre eigentlich noch schlecht, nicht schlecht zum Ausschwenken zur Seite, dass man vorne, so wie den anderen, was mal der Ballenboy war im 17er, glaube ich.
konnte man das ändern. So, jetzt aber. Warum bist du so? Ah, jetzt. So, dann habt ihr den aufgeladen, dann hebt ihr den auf X wieder hoch. Fahrt an den nächsten Ballen. Andersrum. Stopp. Dann senkt ihr das Ganze wieder ab. Und durch diese Bewegung liegt der Ball ja auf dem Boden auf. Dann könnt ihr die einfach nach vorne schieben, anheben. So habe ich die anderen, da habe ich die anderen beiden. Also wie gesagt, Strohbergungs-Addons, also Ballen könnt ihr da auch mitladen. Ist 1,80 Meter Durchmesser. Das geht. Falsche Taste. Absenken, okay, das wird nichts. Ja, sage ich doch. Nein, jetzt rollt er weg. Okay, nehmen wir erst den anderen. Lassen wir den erstmal ausrollen. Wie gesagt, das ist eine kleine Friemelarbeit, dann da gerade rückwärts an den Ballen ran. Aber es geht, wenn er nicht wegrollen würde. Ja, toll. Gut. Also machen wir es mit zwei Stück. Wie gesagt, ihr könnt 5 bis 4, also je nachdem, welchen Ballenwagen ihr habt, 5 oder 4 Ballen laden. Auf der Taste L haben wir Spanngurte, das heißt, sie werden gegurtet. Das heißt, man kann auch ein bisschen schneller fahren, weil ich glaube nicht, dass an der 10 km/h fährt. Oben auch schön die Öse, die man sieht, zum Hochheben. Wo der Punkt ist, zum Anheben für Kran oder so, könnt ihr das dann anheben. So, wenn ihr dann auf euren Hof angekommen seid, einfach stehen bleiben, Taste L, Spanngurte weg, X absenken und einfach rausfahren. Und tada, habt ihr eure Ballen da stehen. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo natürlich auch. Und um keiner meiner Videos zu verpassen, gerne abonnieren und also die Glocke drücken. Bis dahin, ciao, euer Manuel.